Leute, willkommen zu einem weiteren Retro-Unboxing. Tops Match Attacks Bundesliga 2009-2010. Eine mega Multipackung, also ein Multipack quasi. Enthält Spielfeld und Regeln, 30 coole Spiele und exklusiv ein Spiel in limitierter Auflage. Die fliegen jetzt alle etwas lose rum. Das habe ich bei Amazon, glaube ich, erstanden. Und ja, wollen wir doch mal schauen. Oh Gott, das lässt sich gar nicht richtig öffnen, also so die Schere. Was da so Feines drin ist. Also steht ja schon drauf, aber was genau in den Boostern auch drin ist, wollen wir das mal schauen. So. Booster, hier hätten wir das Spielfeld. Natürlich etwas mitgenommen aussieht, aber gut, das ist ja. Beim Starterpack war auch eins dabei. Schauen wir mal, was uns jetzt hier in den 5 Boostern erwartet. Das ist das Interessante vor allen Dingen. Jetzt muss ich mal gucken. Eins von denen müsste dann ja auch. Ich bei allen drauf. Promotion, kein Verkauf, keine Remission. Okay. Dann schauen wir einfach mal. In einem wird wahrscheinlich die Linie dann drin sein, schätze ich mal. Schauen wir mal. Also. 5 Booster mit einer Linie dabei. Das könnte sogar schon die Linie sein. Jawohl, ist es auch. Das heißt, wir machen die Linie zum Schluss. Also machen wir erst die anderen 4 Booster auf. So, und da hätten wir. Dann haben wir wieder so eine Karte hier. Mergim Mavrai für Bochum. Alexander Wasowski für Eintracht Frankfurt. Oh, das waren 2. Roberto Hilbert, VfB Stuttgart. Karim Hagui, Hannover 96. Konstantin Rausch, Hannover 96. Und Edson Brafeit oder so ähnlich für die Bayern. Nächstes Booster. Da hätten wir ja wieder eine Live-Karte. Dann, oh, das wird eine Special-Card sein. Die gucken wir uns zum Schluss an. Da hätten wir Sami Hypia für Leverkusen. Na komm. Wieder aneinander fest hier. Daniel Jensen, Bremen. Dennis Aogo, Hamburg. Dimitar Rangelov, Jörg Butt von den Bayern und Starspieler Michael Bradley für Gladbach. Nächstes Booster. Und eine Live-Karte. Dann, oh, 2 Live-Karten sogar. Dann ein Matchwinner Lucas Barrios für Dortmund. Dann Cedric Macchiadi, Freiburg. Josué für Wolfsburg. Marcelo Borun, Schalke. Dennis Diekmeyer, Nürnberg. Und Markus Berg, Hamburg. So, letztes Booster, beziehungsweise kommt ja noch das mit der Limi. Live-Karte hier. Dann hätten wir hier Kayo für die Eintracht. Raphael für Hertha BSC, Tommy Beckmann für Freiburg, Marco Reus für Gladbach, Sammy Khedira für Stuttgart und Timo Hildebrand für Hoffenheim. So, und dann wie gesagt noch das Set mit der Limi, Toni Janschke für Gladbach, Georg Niedermeyer für Stuttgart, Theofanis Gekas für Leverkusen, Nico Bungert für Mainz und Arne Friedrich für Hertha BSC. Und die Limi ist LE8. Svejetstan Misimovic für Wolfsburg. Sehr schön, hätten wir das auch. Also, das war der Multipack mit der limitierten Auflage LE8. Einem Matchwinner und einem Starspieler. Also nicht sonderlich viel an besonderen Karten, aber immerhin. Und ja, hoffe ich, dieses Retro-Unboxing hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und ja, ansonsten sollte es dann beim nächsten Mal wahrscheinlich mit einer TIN weitergehen. Und dann müsste auch schon bald das erste Mappen-Update dann kommen. Schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.